Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, ich habe jetzt mit der kleinen Brixton 2579 Kilometer auf der Uhr und ich wollte mal so ein kleines Fazit geben, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der überlegt sich so ein Eimer zu holen. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal so meine Erfahrung mit euch teilen. Fangen wir erstmal an mit drei Punkten, die so ein bisschen doof sind. Und zwar, wenn man das Motorrad anmacht, kann man es nicht im Stand warm laufen lassen. Wenn ich jetzt den Neutralen reinmache. Okay, warte, da sind wir nämlich eigentlich schon beim nächsten Punkt. Den Neutralen zu finden. Ansonsten ist das Getriebe geil, aber den Neutralen reinzumachen ist manchmal ein bisschen sketchy. Wenn ich jetzt Kupplung ziehe, sie dreht, kommt aber nicht. Das heißt, der Ständer muss drin sein. Also man kann sie nicht im Stand warm laufen lassen. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist halt das mit dem Neutralen. Ja, wenn du an der Ampel stehst, fummelst du zweimal hoch, zweimal runter und dann triffst du trotzdem. Ist halt, naja gut, das will man erwarten für die Kohle, aber es ist so eine Kleinigkeit. Dann, dass sich das schöne Brixton-Logo hier immer verdreht. Meistens steht das nämlich so. Keine Ahnung, ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit, aber das nervt. Ja, also der Eimer ist auf jeden Fall warm, weil ich bin jetzt hier schon zweimal. Nee. Doch, nee, einmal hoch gefahren und einmal runter. Nee, einmal runter, einmal hoch und wieder runter, also anderthalb Mal. So. Cool. Ja, diese, obwohl jetzt sind ja schon bald 2600 Kilometer, die ich jetzt schon mit der Brixton gefahren bin, waren einfach nur geil. Also was ich sagen kann, der Frontscheinwerfer, das habe ich gestern getestet, im Dunkeln kannst du vergessen, also da kommt nicht viel bei rum. Da ist nicht zu empfehlen, sich auf den zu verlassen. Ich hatte zwar ein leicht getöntes Visier drauf, aber trotzdem, du hast gar nichts. Der hat gar nichts gebracht, also wirklich. Dann, was noch etwas negativ ist, ist die Sitzbank. Die ist recht hart. Also ich bin jetzt auch einer, der echt viel fährt. Also gestern bin ich 350 Kilometer mit der Brixton gefahren. Ja, tut einem schon ein bisschen der Popo weh. Ja, könnte man zum Sattler bringen, aber es geht. Muss man einfach durch. Dann die... Also in den Kommentaren wurde gefragt, ob die Blinker gut zu sehen sind im Tageslicht. Wenn die Aufnahme von gestern was geworden ist, ja, sind auf jeden Fall gut zu sehen. Ich habe auch Freunde gefragt, um mich jetzt nicht einfach auf die Aufnahme verlassen, sondern sie sind sehr, sehr gut zu sehen. Also Blinker gut, Scheinwerfer nicht gut. Bremslicht auch top. Dann wurde in den Kommentaren noch gefragt, Topspeed. Das ist jetzt... ja, ein zweischneidiges Schwert, geiler Typ. Also mein maximal oder der maximale Topspeed waren 111 km/h bergauf mit Rückenwind, dann kam der Drehzahlbegrenzer im fünften Gang. Wir haben ja halt nur fünf Gänge. Bergauf tut sie sich halt etwas schwieriger, kommt ein bisschen auf die Steigung an, aber 70 bis teilweise 90 halt je nach Steigung sind auf jeden Fall möglich. Auf ebener Strecke würde ich irgendwas zwischen 90 und 100 sagen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich mit meinem Kinderkörper mit den knappen unter 60 Kilo, ich weiß nicht, wenn da jetzt so 90 Kilo Mann, Frau, was auch immer sich drauf hockt, kann das vielleicht noch mal anders aussehen, aber das ist jetzt so meine Erfahrung. Aber so in der Regel auf ebener Strecke irgendwas zwischen 90 und 100 ist auf jeden Fall möglich. Und back, also
Bergab Vollgas ist 111 km/h, zumindest bei meiner, setzt der Drehzahlbegrenzer ein. Da geht dann einfach nicht mehr. So, was kann ich noch über die Brixton sagen? 1000 Kilometer einfahren, danach Erstinspektion, wo Ölwechsel und Ventilspiegel kontrolliert wird bzw. neu eingestellt wird. Hat bei mir 176 € gekostet. Ist eigentlich relativ teuer, wenn man bedenkt, dass das Motorrad 2200 kostet. Aber für die Garantie habe ich es halt machen lassen in der Fachwerkstatt. Wenn man es selber macht, zahlt es einfach nur das, was an Öl reinkommt, weil es gibt hier keinen Ölfilter, sondern nur ein Ölsieb. Also ein wiederverwendbares und Ventile einstellen. Kann man sich bei Effi angucken, ist dasselbe Prinzip. Brauchst du halt nur die Fühler leeren und dann kannst du hier halt Ventile einstellen. Ansonsten liebe ich die Brixton über alles. Also ich hatte die ja echt noch nicht lang, ich weiß gar nicht, 2-3 Monate. Und habe jetzt schon 2600 Kilometer. Was halt nicht gerade wenig ist. Und da waren auch schon Touren dabei von 400 Kilometer am Tag. ja, da spielt halt die Sitzbank dann ein bisschen irgendwann. Aber es geht. Also, ich habe schon schlechter geschlafen als hier drauf gehockt, von daher. Ansonsten, für die Leute, die halt in der Stadt wohnen, ist das der absolut geile Scheiß. Weil unten raus, so bis 70, geht die so gut, das ist abartig. Also wenn du dich durch den Stadtverkehr schlängeln willst, dadurch, dass sie ja auch so klein ist, richtig geil einfach nur. Richtig geil. Ich bin ja halt eher so der Kurvenliebhaber, darum Stadtfahren ist jetzt nicht so meins. Aber gezwungenermaßen auch schon mal ein bisschen durch die Stadt damit gefahren. Richtig geil. Also so bis 70 geht die halt echt richtig gut. Danach wird es etwas träger, also alles auf gerader Strecke, bergauf ist natürlich, ja. Ja, noch ein Punkt, das Ding ist einfach günstiger als so ein gottverdammtes E-Bike. Ja, also klar, du kriegst auch ein E-Bike von Real für 1000 €. Aber so ein halbwegs vernünftiges E-Bike zahlst du locker mal 2,5-3 Scheine für. Und hier zahlst du, oder ich habe zumindest 2,2 bezahlt. Ja, kann ich ja so ganz offen sagen. Plus du zahlst, oder man zahlt keine Steuern dafür. Versicherung 70 €, nur Haftpflicht im Jahr, weil Vollkasko, Teilkasko macht keinen Sinn, weil ja, ist einfach so. Aber ansonsten, der Eimer, der macht einfach nur Spaß. Und was krass ist, ey, egal wo irgendwie so Biker-Treff oder so ist, alle feiern den Eimer so. Letztens auch einer mit einer Aprilia Tuono V4 Factory feiert das Ding. Freunde mit einer Suzuki GSX S 1000 ist das Ding auch Probe gefahren, feiert das Ding. Also bisher nur positives Feedback. Das Einzige, was halt viele direkt gesagt haben, wow, Sitzbank, ja. Ansonsten bisher echt nur positives Feedback. Optik ist halt einfach Geschmackssache, muss man so sagen. Ich finde die Optik auf jeden Fall geil. Ich finde die Preis-Leistung geil. Und es macht einfach so viel Spaß. Das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht für den einen oder anderen, der etwas erfahrener ist, die Schräglagenfreiheit ist nicht so. Also die Fußrasten setzen sehr, sehr schnell auf. Vielleicht auch für den einen, der noch nicht so erfahren ist und ein bisschen flexen will, ist vielleicht auch ganz geil. Aber sonst richtig geil der Eimer. Ich bin mal sau gespannt. Als nächstes kommt hier nämlich an Reifen der Conti
Gut Attack oder so drauf. Bin ich einfach mal gespannt, weil dieser Stollenreifen, ja, für die Optik ist es geil. Aber, also der ist nicht schlecht, der hat bisher alles gemacht. Ich hatte einen Rutscher am Hinterrad, das muss man sich mal vorstellen, mit, weiß ich nicht, 10, 11 PS, mit einer 125er, einen kleinen Rutscher am Hinterrad. Ja, war halt einfach so. Aber ansonsten, der Reifen performt jetzt auch bei, was weiß ich, was wir haben, 25, 30 Grad irgendwas, der hält, ja. Ist aber halt ein Stollenreifen, macht das Ganze ein bisschen unruhig. Ja, ansonsten ist das Moped agil, das brauche ich glaube ich niemandem sagen. Freihändig fahren, manchmal schwierig, weil sobald du dich irgendwie ein bisschen links und rechts bewegst, kommt da sofort Bewegung in den Karren drin. Also kostengünstig, Fahrspaß unendlich. Auch so, guck mal, wir fahren jetzt hier, bergauf geht's hier. Wenn ich jetzt voll am Hahn ziehen würde, weiß ich nicht, 73, 74 schafft sie vielleicht, dann ist auch wieder gut. Es reicht. So, ich bin eine Tour gefahren mit ein paar Freunden und da waren Leute mit einer Harley dabei, ganz, ganz bunt gemischte Truppe, ja. Die Harley weggedrückt, als es bergab ging, weil bergauf hatte die Harley halt einfach mehr Drehmoment, aber bergab die Harley weggedrückt. Klar, es kommt halt immer auch ein bisschen auf den Fahrer an, ne? Ich will mich jetzt auch gar nicht als guten Fahrer oder sonst irgendwas darstellen, aber es ist halt doch so ein bisschen so schön für eine Folge. Man muss aber die Harley in Schutz nehmen, die hatte einfach keine Schräglagenfreiheit. Der ist 2 Grad gefahren und alles hat gefunkt. Ne? Aber egal, das Ding macht einfach richtig Spaß. Und bisher keine Probleme gehabt. Ich habe die Kette jetzt 3-mal gereinigt, 3-mal geschmiert. Hat der Händler mir gesagt, so, ey, die halten eigentlich so 2000 Kilometer, weil das sind Transketten, was auch sonst. Aber es macht einfach nur richtig Laune. Absolutes Fun-Gerät. Und so für die Straße, ja, neben LKW würde ich mich jetzt nicht unbedingt langschlängeln, also wird halt schon gucken, dass die Leute einen mit großen Autos oder so sehen. Aber ansonsten ist das Ding richtig geil. Für eine 125er, also das ist meine erste 125er, also kann ich gar nichts Objektives dazu sagen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass eine 125er so viel Spaß macht. Du kannst damit ballern, du kannst damit chillig irgendwo lang cruisen. Grüße an die Polizei. Es ist einfach nur lustig. Also es macht einfach richtig Spaß. Und einfach nur absolut geil. Absolut geil. Also mir macht das Motorrad richtig Spaß. Ich bin schwer verliebt. Also wirklich schwer. Wobei ja eigentlich leicht so klein wie die ist. Aber egal. Es ist einfach nur richtig, richtig gut. Und der Sound, die beiden RAW-Videos, die ich hochgeladen habe, ey, überragend. Ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, sieht man es, da Hitzeschutzband dran. Seitdem plappert der auch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass der sich leer brennen wird, weil ich glaube, das ist ein, warte mal, die mit Wolle sind Absorption und Abprall, also da sind auf jeden Fall, glaube ich, so verschiedene Kammern drin, wo die Geräusche sich halt so, ja, wie soll man sagen, so den Weg suchen. Absorption, Reflexion, genau, die mit Watte absorbieren den Schall und diese mit diesen Prallblechen sind Reflexionsschalldämpfer. Aber, ey, absolut geil der Sound. Also, richtig überragend. Und was man auch noch echt erwähnen sollte, ist der Verbrauch. Gut, man hat hier glaube ich einen 11 Liter Tank, wobei ich da noch nie 11 Liter reingekriegt habe. Ich tanke immer so für 7 oder 8 Liter. Wo ich auf der Tour war, wo ich vorhin erzählt habe mit der Harley und so, wir haben am Start der Tour getankt, wir sind, weiß ich nicht, 250 Kilometer gefahren.
Und die sind alle tanken gewesen. Ich bin dann noch 150 Kilometer gefahren und musste nicht tanken. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur Vollgas, oder musste gezwungenermaßen nur Vollgas fahren, weil ja, ging nicht anders. Irgendwie, die Leute haben Rücksicht auf mich genommen, haben langsam gemacht. Aber so eigentlich nur auf Vollstoff gefahren und keine Ahnung, ich bin jetzt keiner, der beim Motorradfahren irgendwie auf den Spritverbrauch guckt, aber es ist mir einfach positiv so aufgefallen und das wollte ich einfach auf jeden Fall auch mal sagen. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Also ganz, ganz big in love mit dem Ding und für mich einfach nur eine Kaufempfehlung. Und im Forum habe ich auch schon welche gelesen, die, ich meine, bei den ganzen 125er Brixton ist ja eh derselbe Motor drin, die haben da einfach 8000 Kilometer drauf geschrubbt. Ich glaube, ich werde da einer sein, der da schnell aufschließt zu den 8000 Kilometern und bisher nie was dran gewesen, was ich so bei den Leuten gelesen habe. Also ganz, ganz wenig irgendwas. Keine Ahnung, wenn, dann hat sich mal irgendeiner über einen Kratzer im Tank aufgeregt oder so bei der Auslieferung. Ja, mein Gott. Aber ansonsten halten die Eimer auch wohl. Und keine Ahnung, Shoutouts an Effi, der hat ja Brixton besucht. Ich glaube, das sind auch echt kulante Leute. Muss man ehrlich mal so sagen. Vielleicht einen kleinen Soundcheck? Und jetzt haben wir es gleich, oder? Jetzt ist der Neutrale drin. Kleiner Soundcheck. Ja, also ich finde den Sound Mörder. Echt einfach nur ein Traum, dieses Motorrad. Muss ich wirklich so sagen. Achso, keine Ahnung warum, aber für mich ist Knieschleifen mit dem Motorrad sau schwierig. Keine Ahnung, so auf dem Parkplatz und so habe ich schon geschafft. So zwei Kurven auch so, aber boah. Egal, sowas ist ja kein Kaufgrund oder so, das wollte ich einfach nur mal gerade so sagen. Aber ansonsten, das Ding macht echt Laune. So, was schön wäre, ist natürlich manchmal, ich weiß, ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber 4-5 PS mehr, um vielleicht mal so auf der gerade Ausfahrt, wenn mal so ein LKW vor einem ist oder so, den einfach so entspannt überholen zu können und so, das wäre halt geil. Auf der Autobahn war ich auch schon mit dem Eimer, nicht lang, zwei Ausfahrten. Also eine drauf gefahren, zwei gefahren und wieder abgefahren. Das kann man auch mal machen, empfiehlt sich aber nicht für jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag 10 Kilometer Autobahn zur Arbeit fahren möchte, lasst es besser. Also so für spontan mal eben. Zwei Ausfahrten, wenn die jetzt nicht gerade 40 Kilometer auseinander sind, kann man das machen. Aber ist jetzt nicht so zu empfehlen. Gerade auch die LKWs, so, da fühlt man sich schon komisch, ey. Der Reifen ist hier und ja, daneben ist dein Kopf. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so geil. Diese wunderschöne Aussicht. Ja, also bisher wirklich zufrieden damit. Wirklich. Ölwechsel wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende gemacht. Den kann man ja auch mal zwischendrin selber machen. Öl raus, Filter sauber, also nicht Filter, Siebchen sauber machen, neues Öl rein. Easy going. Ja, ansonsten, was kann ich denn noch erzählen? Man bekommt sehr viel positives Feedback, das hatte ich ja schon gesagt, aber auch von allen, egal von Harley-Fahrern, Supersportfahrern, Sumo-Fahrer, Monkey-Fahrer, alles. Also es ist
echt geil einfach nur. Autofahrer, ältere Leute so, die sagen so, oh, mein Opa hatte früher so eine Dachs oder eine Monkey oder so, das ist echt geil. Und immer so, die Leute, denen zaubert das Motorrad einfach ein Lächeln ins Gesicht. Das ist halt schön. Ey, wenn man mal überlegt, 2600 Kilometer und ich glaube, ich habe jetzt 7-mal getankt oder so, also richtig wenig. Also ich bin echt kein Spritsparfuchs, ne, aber das ist einfach total überraschend. So, also richtig geil. Mich würde mal interessieren, ob es bei anderen 125ern auch so ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, so 125er fahren, und ich habe zu dem gesagt, weißt du, gut für die auf Rennstrecke habe ich halt noch Bock. Da ist das halt natürlich nichts, ne? Aber sonst, du brauchst fast gar nicht mehr. Vor allen Dingen nicht für die Straße. Wenn, was weiß ich, die ganzen geilen Strecken ist ja eh für Motorradfahrer 70 oder so. Die schaffst du ja auch. Ja. Also viel mehr braucht man eigentlich gar nicht. Also absolute Kaufempfehlung. Wer sonst noch Fragen hat, in die Kommentare. Würde ich mal behaupten. So. Und damit würde ich, glaube ich, sagen, ich trete jetzt die Heimreise so langsam an. Und ja, wie gesagt, wer noch Fragen hat, in die Kommentare. Ich beantworte es möglichst zeitnah. Ansonsten, ja, Abo gerne dalassen. Würde mich immer freuen. Und bleibt dran, bis zum nächsten Video. Ciao!